Was haben die dann für spezielle Fähigkeiten gelernt? Also der Swissco-Rider, den wir heute hier kennengelernt haben, das Velo ohne Pedale, ist nicht so einfach zum Fahren, vor allem das Manövrieren um die Töcke herum. Und wie verhält sich die Trottinette? Das ist sehr instabil. Es ist sehr erstaunlich, dass die Kinder mit dem so schnell umeinander fahren. Was sind denn deine Eindrücke? Die Trottinette, die wir gefahren sind, war recht interessant. Es war recht eine gewackelige Angelegenheit. Ich hätte nie gedacht, dass das gerade so gewackelig ist mit dem Wasser, was mit Wasser ins Spiel gekommen ist, dass der Bremsweg so viel länger ist als ohne Wasser. Das war sehr eindrücklich. Und sonst? Beim Abbiegen mit den Beinen ist es sehr schwierig, wenn man noch die Hand raus haben muss. Mit der Trottinette ganz enge Kurven fahren ist recht schwierig. Also es ist eine Lödeli-Angelegenheit. Kiki, also das Trottinette, wo sehr nervös war mit dem kurzen Lenker und sehr instabil. Und als Autofahrer, wenn man so pedalenlose Velo in der Wildnis antrifft, nicht zu unterschätzen. Was war denn das Beste? Ja, und was natürlich das Highlight war vom Kurs, ist schon die Abfahrt. Die war wirklich mega cool. Merci.